Liebe Therapeuten am Limit, es ist Zeit, Ihnen Danke zu sagen. Danke dafür, dass Sie sich so sehr eingesetzt haben für die Verbesserung der Situation der Therapeuten und Therapeutinnen hier im Land. Sie haben sehr, sehr viel getan mit verschiedensten Formen von Aktionen. Und ich glaube, man kann jetzt sagen, fast jeder im Bundesgebiet weiß, wie es um die Therapeuten bestellt ist, wie es um die Versorgung im Bereich der Heilmittel bestellt ist. Und dafür ein herzliches Dankeschön, denn zuallererst nutzen Sie den Patientinnen und Patienten, aber natürlich auch den vielen, vielen Therapeuten, die wirklich mit immensen Problemen zu kämpfen haben. Dankeschön auch dafür, dass Sie so unermüdlich dabei geblieben sind und dass Sie dem Herrn Gesundheitsminister so richtig Dampf gemacht haben. Immerhin musste er Ihnen mittlerweile in Eckpunkten zugestehen, dass es zu Verbesserungen kommt. Ich meine, Sie haben einiges erreicht, noch nicht alles, was Sie wollen. Wir sind noch lange nicht am Ende des Weges, um tatsächlich eine gute und tragfähige Situation für die Therapeutinnen und Therapeuten hier im Lande herzustellen. Bleiben Sie weiter dran am Thema, denn es reicht natürlich nicht, wenn die Vergütungen angehoben werden an den bundesweit höchsten Stand. Das wird nicht reichen, um alle Therapeutinnen und Therapeuten auch tatsächlich vernünftig, auch im Alter abzusichern. Wir werden dranbleiben müssen und wir werden dafür sorgen müssen, dass es endlich auch dazu kommt, dass die Patientinnen und Patienten direkt zu Ihnen gehen können. Da müssen wir weiter dran bohren. Therapeutinnen und Therapeuten können weit mehr, als ihnen heute zugestanden wird. Deshalb werde ich mit Ihnen gemeinsam dafür kämpfen, dass es zu einem Direktzugang kommt, wie es weit überall in Europa möglich ist. Auch das ist etwas, was wir uns vornehmen sollten. Also dranbleiben, weiter so, weiter kämpfen und ein gutes neues Jahr.